Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und ich bin heute auf dem Rathaus 10 und ihr habt es im Titel schon gesehen, welches ist die beste Liga zum Farmen. Aber ich meine nicht zum Farmen generell, sondern vor allen Dingen zum dunklen Farmen, denn irgendwann gibt auch die älteste Kuh keine Milch mehr. Was will ich eigentlich damit sagen? Ich will damit sagen, meine dunklen Reserven sind absolut erschöpft. Das heißt also, ich habe keine einzige Rune mehr hier, wo ich meinen Pott mit befüllen kann. Ich habe auch nichts mehr hier im Moment in den Belohnungen im Pass. Ich glaube, das habe ich schon abgeholt, eingefordert. Ja, da seht ihr es. Also auch die 12,5 habe ich mir schon reingeholt. Und ich weiß gar nicht, gibt es hier denn noch ein bisschen mehr? Ja, es würde hier noch 10.000 geben, wenn ich hier ein bisschen mehr Pass spielen würde. Und auch hier am Ende gibt es auch nochmal 15.000. Aber ja, was müssen wir machen? Wir müssen farmen. Wir müssen farmen, und da kommt natürlich auch immer wieder die Frage auf, Toto, welches ist die beste Farmarmee, welches ist die beste Liga? Das entscheidet jeder, glaube ich, ganz individuell. Wenn das mit mir nicht klappt, im Moment bin ich viel zu hoch eigentlich im Farm. Meister 2 ist mir eigentlich ein bisschen heavy, um hier richtig ein bisschen was zu rocken, ohne dass ich jetzt so viel hier am Pass verliere. Denn ab und zu muss man ja doch mal irgendwo gewinnen hier oder muss hier so eine King-Platte machen oder irgendwas anderes. Und B, soll es natürlich auch schnell und effektiv gehen. Womit geht es natürlich am schnellsten? Mit einem schönen Trainingstrank. Den werden wir jetzt gleich auch nehmen. Und so müssen wir hier jetzt rein in die Suche. Ich hatte erst überlegt, ich könnte auch mal die Trainingssachen hier spielen. Denn einen habe ich davon schon gespielt. Das ist der mit dem Minern, glaube ich, im Rathaus 10 Bereich. Da dürfte eigentlich jetzt 0-0 stehen. Aber der Rest hier gibt auch nochmal, ich glaube, 25.000 oder 26.000. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich kann ja jetzt schon zwei Rathaus 11 Dinger spielen hier. Die geben nochmal 10 am Ende. Also das sind, glaube ich, auch nochmal 25.000, 26.000 Dunkles, die hier zustande kommen müssen. Aber unser King, ja, muss noch ein bisschen wachsen. 149.067 habe ich. Wir hauen hier rein, so ein bisschen in die Farmgeschichte, und ihr seht meine Armee schon. Ich farm natürlich mit den, ja, mit den Farmgöttern schlichthin, mit den Kobolden, ein paar Riesen dabei, so ein bisschen Magier und natürlich die Helden, den ja, den Erdbebenzauber, den dürft ihr euch jetzt bei mir wegdenken. Den nehme ich ja eigentlich nicht so gerne, den nehme ich jetzt aber mal zum Pass spielen und um irgendwo noch ein großes Loch zu reißen, wie zum Beispiel in so einer Base hier, Richtung Mitte hier, wo der dunkle Pott ist. Ich gucke mal gerade, wo die Bohrer sind. Ah, die sind auch so voll. Die sind auch so schön voll, die Bohrer. Auch nicht schlecht. Dann, ja, ich würde sagen, gehen wir hier mal rein mit unserem Zauber, den Erdbebenzauber. Machen wir, glaube ich, hier mal ein Löchli auf. Und ich habe auch Clanbuch dabei. Jo, ich habe auch ein bisschen Clanbuch dabei. Ist auch nicht schlecht. Kann man immer mal gebrauchen. Und dann gehen wir hier mal rein. Der Kollege ist auch richtig heftig am Pumpen hier. Und müssen jetzt, glaube ich, erstmal hier in die Base reinkommen. Da sind wir jetzt drin. Ich nehme mal die Helden hinterher. Ich habe jetzt noch drei Wutzauber. Deswegen glaube ich, nehmen wir die auch ruhig mal in Wut hier. Und unser Ort der Begierde ist ja da hinten, der dicke Pott. Den wollen wir uns natürlich auch holen, wenn unsere Kobis denn auch in die Mitte gehen. Die gehen natürlich auch gerne mal so ein bisschen nach außen. Ich nehme mal hier die Clanburg doch noch mit rein. Und jetzt müsste das eigentlich Richtung Mitte hier gehen. Da peilen sie das jetzt auch schon an. Manchmal, wenn man schnell genug ist und hier vor allen Dingen schnell genug ist, dann gelingt einem es auch, dass man das Rathaus noch mitholt mit den Kobis, so wie jetzt. Und ja, so haben wir den schon mal gar nicht mal so schlecht weggerockt hier. Hier können wir die noch einmal ein bisschen in Wut bringen, dass da vielleicht noch ein Inferno kaputt geht für die Tat. Mache ganz, ganz viele Infernos. Das gelingt mir hier allerdings nicht ganz. Okay, gelingt mir hier nicht ganz. Der King ist da außen noch. Hier geht nichts mehr am Lager. Geht er nochmal zum Lager da? Jo, der geht nochmal zum Lager. Also Gold und ein bisschen Elixier sind irgendwo immer drin. Aber Ort der Begierde war natürlich jetzt der dunkle Topf. Auch da muss man immer unterscheiden. Wie viel gebe ich jetzt eigentlich aus hier an Dunklen? Zwei Sterne, gar nicht mal schlecht. Und was kriege ich wieder rein? Also so ein bisschen muss man das abschätzen. Denn wenn ich immer mehr ausgebe, ich könnte natürlich jetzt hier auch immer mit Hexen und Bowlern Bases machen. Allerdings würde ich dann nicht irgendwann, da muss es schon irgendwo so ein Brenner sein. So 7.000, 8.000 immer. Aber 4.000, 6.000 ist schon mal in Ordnung. Den Bonus kriegen wir hier auch noch rein. Dann werfen wir uns hier mal den Trank ein. Einmal den Trainingstrank. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt auch mal eine Stunde am Ball bleiben. Denn das ist bei mir auch manchmal ein Problem, dass ich dann zwar so einen Zaubertrank hier einwerfe, aber er kommt gar nicht zustande. Das heißt also, oh, jetzt habe ich hier
ihren Dings. Ich schaff's gar nicht, dass ich den die eine Stunde wirklich mal wirklich sinnvoll durchbooste. Das will ich diesmal jetzt aber in jedem Fall machen. Ich fordere auch nochmal an, aber ich glaube, im Moment sind die alle weg. Und glaube ich zumindest, ja, 1 von 49. Naja, ist nicht so schlimm. Kurzer Reck hier zumindest für die Helden. Ich nehme die Helden immer ganz gerne mit. Man könnte das Ganze jetzt auch heldenlos machen. Na, weiß ich nicht genau. Wie macht ihr das? Zieht ihr lieber mit den Helden los, gerade im Boost? Ich meine, die sind ja schnell wieder fertig. Oder macht ihr das auch mal ohne Helden? Ich weiß nicht. Mal schauen. Da unten pumpen unsere Kasernen, was das Zeug hergibt. Aber ich habe jetzt mal ein bisschen was anderes festgestellt, so ganz nebenbei. Ja, wenn man sich mal ein bisschen Zeit lässt, dann stellt man so das eine oder andere fest. Ich habe jetzt gesehen, dass ich fast 9 Minuten habe warten müssen auf meine Helden. Das ist natürlich wirklich ein bisschen dusselig, wenn ich immer auf die Helden warte, bis sie komplett durchgereckt haben. Ich glaube, wir können das Ganze auch so ein bisschen Helden losmachen, denke ich mal. Wenn wir hier schon so ein bisschen rumfarmen, oder hier natürlich so einen fiesen Adler, und wir können ja ruhig ein paar Pokale verlieren, aber irgendwo müssen es ja so, muss es schon ein bisschen was sein. 4000 ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Ein Bohrer da, und da hinten könnten wir auch noch den Bohrer wegholen. Wir checken das mal, wir wollen ja nur das Dunkle. Wo machen wir denn hier am günstigsten auf? Ich würde mal sagen, hier so mit 4 Zauber, die braucht man Minimum. Und ich gucke mal. Wir gehen mal so von 2 Seiten hier rein. Ein paar von denen hier. Und jetzt nehmen wir hier mal ein paar mehr. Mal sehen. 1, 2, 3 mal eben dorthin. Dass die jetzt gleich auch vielleicht auf das Lager laufen. Schlecht getimed. Okay, die gehen jetzt schon mal auf das dunkle Lager, aber ich habe jetzt gerade ein ganz, ganz kleines bisschen Pech, sehe ich jetzt gerade, ist aber nicht so schlimm. Die 1000 da haben wir schon mal im Petto, und ich glaube, ja, mal sehen, ob wir da noch an den dunklen Pott kommen. Das Loch ist da in jedem Fall nicht ganz aufgegangen, schade, ist nicht ganz aufgegangen da. Da müssen wir doch noch, glaube ich, eben mal mit unseren Helden ran, dass wir die 1000 Dunkles hier noch kriegen. Aber ein bisschen ist natürlich auch noch in der Clanburg und im Rathaus drin. Aber nochmal eben gezündet hier, bevor der Drachen jetzt anfängt zu schießen. Ja, das können wir so machen. Jetzt haben wir zwar was verloren, die Pokale. Und wir haben auch nicht so viel Gold und Elex gemacht, aber 4273. Und wir haben die Helden jetzt nicht ganz verloren. Was ja auch durchaus okay. Oh, da haben wir jetzt natürlich ein bisschen komische Zauber. Macht aber, glaube ich, nichts. Wir nehmen die mal nochmal wieder mit. Passt das so? 4 kommen jetzt gleich nach. Ja, ist egal. Wir machen das Ganze jetzt heldenlos. Ich glaube, das hat keinen Nährwert, dass wir ewig warten, bis sie wieder fertig sind. Wieder 6 Minuten da unten für den King. So kriege ich natürlich eine Stunde hier, wenn ich hier mal so richtig abfarmen will, kriege ich die nicht wirklich gefüllt. Habe ich jetzt eben mal so für mich festgestellt. Und dass ich jetzt ein bisschen weniger Pokale mache, das ist natürlich nicht so schlimm. Das heißt, ich wollte ja sowieso eigentlich so ein bisschen Richtung Kristall runter. Und weiter geht's. 5000 hat er eben in den Pötten hier und fast alles auch. Ist klar. Bombe da, jawohl. Im Moment weiß ich jetzt gar nicht, wie kommen wir da hinten, beziehungsweise wie kommen wir jetzt zum dunklen Pott. Erstmal noch ein paar Kubis auf der Seite gesetzt, würde ich sagen. Dann haben wir schon mal die 3 Bohrer weg. Das ist schon mal einiges. 1700 noch. Ich würde sagen, da probieren wir in jedem Fall den Gang hier in die Mitte. Da haben wir jetzt schon mal ein paar Bomben. Und jetzt nehmen wir auch unsere Magier mit hinzu. Unsere Queen einmal und 8 von den Mauerheinis in Wut hier reingesetzt. Mal sehen, wie weit die gehen. Und ich denke mal, oh, das wird eine ganz, ganz enge Kiste, dass wir da noch an den Pott kommen. Denn die gehen jetzt erstmal nach außen, müssen sich da voll durch die Mauer durchfressen. Ich mache das hier in der Maus. Eben hatte ich übrigens, glaube ich, auch die Maus in der Aufnahme drin. Das habe ich eigentlich nicht so gerne. Allerdings habe ich hier auch ein bisschen was umgestellt. Da gehen sie nochmal auf den dunklen, jawohl. Bis auf 500 haben wir es ja auch gekriegt, also 5-2. Ja, mal sehen, wie viel das am Ende wird. Sieht ganz gut aus im Moment. So können wir in jedem Fall weitermachen. Und okay, da haben wir dann, jetzt haben wir natürlich echt eine Krüppelarmee am Start hier. Das geht nicht. 1, 2,
glaube, so war das ganz in Ordnung. 1, 2, 3, 4, die holen wir mal nach vorne, weil die verbrauchen wir ja in jedem Fall. Ich glaube, so ist das immer etwas besser. Und ich wollte jetzt gerade sagen, kurzer Cut. Ne, wir suchen sofort wieder einen Gegner. Wow, wow, 8229. Den kann ich hier nicht so stehen lassen. Und den muss ich in jedem Fall mitnehmen. Ich muss jetzt nur mal sinnvoll überlegen. Wir müssen in jedem Fall immer hier 1, 2, 3, glaube ich. Ich glaube, drei Stück brauchen wir da pro Mauer. Dass wir hier erstmal an die Bohrer kommen außen. Und das Lager nehmen wir dann anders mit. Ein Bohrer ist allerdings für uns so ein bisschen weit weg, würde ich sagen. Ich habe jetzt auch etwas wenig Mauerbrecher dabei. Doch mal vielleicht einen oder anderen mehr mitnehmen hier. Sonst, denn der hat schon drei Ecken hier. So will ich das jetzt mal sagen. Komm, mach den Bohrer da alle. Gut. Und denn an die Ecke, obwohl, da könnte man noch rankommen. Wir haben ja hier was zum Mauern öffnen. Allerdings, ah, shit. Das ist shitty. Ich komme da sicherlich nicht rein. Egal, wir müssen da durch. Ich komme da sicherlich jetzt nicht rein. Mit zwei Mauerbrecher, da muss ich mehr mitnehmen. Eieiei. Ich weiß schon, warum ich eigentlich meine Armee so aufgebaut habe, dass ich ganz, ganz viele Mauerbrecher hier mit reinnehme. Und die böse Queen hier, die muss weg. Dann schaffen wir das Lager da hinten halt nicht. Und Alter, hier sind sie in jedem Fall schon mal durch. Und jetzt geht es auch in die Mitte mit den ganzen Kobolden einmal so ein bisschen in Wut gesetzt hier. Ja, so kriegen wir wenigstens den Pott. Und vielleicht kriegen wir ja noch ein bisschen mehr. Ich hätte fast meinen King vergessen. Eben wollte ich schon einfach so losziehen, ohne die volle Armee. Und das ist natürlich dann bei so einem Gegner ziemlich blöde, wenn du nur so eine halbe Armee am Start hast. Die zünden wir jetzt eben nochmal, aber die wird jetzt auch nicht mehr wirklich viel reißen, damit wir die gleich noch haben. Ja, komm, 5700 ist absolut in Ordnung. Und mal sehen, zusammengerechnet, wir sind, glaube ich, bei 67 jetzt eben gestartet. 20 haben wir jetzt schon reingebracht. Ich fahre jetzt mal weiter, mache also jetzt mal einen Riesencut eben und warte jetzt auch nicht auf die Helden. Ich habe jetzt noch 37 Minuten Boost. Und so kurz vor Ende schalte ich einfach nochmal rein und dann gucken wir mal, wo wir so nach einer Stunde Boost geblieben sind. So Freunde, mein Boost ist fast um. Ihr seht das da unten, die letzten 30 Sekunden laufen und ich habe euch das so ein bisschen zusammengeschnitten, was ich gerade noch so rein bekam in den Kasten. Also es geht schon ganz gut. Es kann sicherlich schneller gehen, beziehungsweise noch mehr in der kurzen Zeit, jetzt eine Stunde Boost, denn das Armeebauen kommt dann doch nicht ganz so schnell nach, wie man eigentlich immer wieder angreifen könnte. Also ich habe da ja gesehen, auch mal ohne Helden angegriffen oder halt nur so ein paar Truppen gesetzt, wenn so ein bisschen außen war. Und so der Rest vom Geplänkel habt ihr ja gesehen. Gold und Elex läuft eigentlich auch immer ganz gut nebenher. Den nehmen wir nochmal mit hier jetzt so zum Ende. Denn hier kann ich jetzt so ein paar Kubis kurz mal auf die Lager hier schicken, auf die Sammler, die so schön außen stehen hier. Und da steht so ein ganzer Pott außen, den können wir auch mitnehmen. Denke ich mal, einfach mit so ein paar Kobolden hier rangesetzt und auch vielleicht hier schon mal. Was ist denn das? Oh, das ist ein Single Inferno. Das ist gut, glaube ich. Ist das ein Single? Ja, das war, glaube ich, ein Single Inferno. Dann haben wir das da gleich auch fast weg. Ja, fast weg. Tolle Wurst, Toto. Egal, dann holen wir uns das, was noch übrig geblieben ist hier. Wo machen wir uns hier das Loch denn mal auf? Ich gucke mal. Ich glaube, wir machen das mal dort. Und nehmen jetzt unsere Truppis hier mit rein. Mal sehen. Die verballern wir jetzt nochmal ganz. Auch das habt ihr ja gesehen, ich habe die nicht immer ganz verballert. Also auch immer nur das, was so ein bisschen ging. Aber wir haben hier ein schönes Loch reingeschnitten in die Base hier. Und wir können auch ruhig ein paar Pokale machen, so ein bisschen für einen Pass. Aber ich glaube, das war trotzdem eine recht gelungene Sache hier. Was ich hier jetzt eine Stunde lang mal wirklich exzessiv gemacht habe, das mache ich jetzt natürlich auch noch mit dem anderen Account. Oh, das ist eine
ganz enge Kiste kommt. Der dunkle Pott ist noch drin da. Jawohl, den haben wir auch noch bekommen. Dann haben wir noch mal ein bisschen was an Dunklem und kriegen jetzt noch mal so ein kleines bisschen Bonus, glaube ich. 38, ja, nicht ganz 50%. Okay, da stehen noch zwei so schöne Lager. Naja, egal. Egal, aber hier auch nochmal 3250, 7 Pokis gemacht und ein wenig in den Pass reingespielt. Ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen umgestellt auch. Ich habe jetzt 10 Mauerbrecher mit dabei. Einmal so, glaube ich, und so passt das. Ja, wunderbar. Also, wir haben so ein bisschen was reingeschafft. Bei 67, glaube ich, sind wir gestartet. Bei 113.000 sind wir jetzt. Ist aber ganz gut, der angenehme Nebeneffekt oder warum ich das eigentlich gemacht habe hier. Ist, dass ich hier noch ein Heldenbuch, ich habe die Tage die Krise gekriegt, ich habe hier noch ein Heldenbuch und hatte hier im Shop auch noch ein Heldenbuch, ich kann mir den Gratistrank holen, habe hier im Shop auch noch ein Heldenbuch gehabt und zusätzlich kommt noch ein Heldenbuch rein, also ich weiß gar nicht, wie schnell ich das Dunkle jetzt hier reinfarmen soll, dass ich die ganzen Bücher hier irgendwo unterkriege, aber mal gucken, das kriegen wir schon irgendwie hin, hier unten, notfalls machen wir dann hier unten irgendwie so ein Held im Nachtdorf oder so, mal sehen. Aber ich möchte die guten Bücher eigentlich nicht verschwenden. Was ich aber auch nicht machen wollte, ist, dass ich das ganze Elex hier jetzt drin lasse. Ich glaube, wir nehmen mal die Mauerhainis, die können wir ganz gut gebrauchen, denn ich fange jetzt gleich auch an, beim Alex das Ganze zu machen. Und was ich aber nicht weiß, wenn man hier jetzt zwei Tränke von nimmt, von denen hier, habe ich dann 2 Stunden Buß oder habe ich dann nur 1 Stunde Buß und eine Pulle verschwendet? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, das weiß ich nämlich nicht. Und ich will es jetzt auch nicht ausprobieren, denn ich wollte sie jetzt nicht verschwenden. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen, Glocke stellen, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Und bis dahin, euer Toto, Clash.